Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir über den Petitionsbericht 2022 heute reden können. Zukünftig werden wir das ja auch zweimal im Jahr machen, auf Basis der beschlossenen Novelle des Petitionsrechts, die ja schon von meinem Vorredner angesprochen worden ist, wo wir gesagt haben, dass wir auch zukünftig hier zweimal im Jahr sprechen werden und dass damit auch die zeitliche Nähe zu den besprochenen Petitionen viel eher gegeben ist oder viel eine bessere ist, als wenn wir das nur einmal im Jahr tun. Eine Vorbemerkung noch zu meinem Vorredner, was den Prozess des neuen Petitionsrechts betrifft. Ja, eine Enquete ist ein Weg hier, eine gute gemeinsame Diskussionsbasis zu schaffen. Wir haben es noch besser gemacht. Wir haben das Gesetz in eine öffentliche Begutachtung geschickt und gesagt, alle Menschen, die dazu etwas beizutragen haben, haben die Möglichkeit, wir haben das auch breit kommuniziert und von der Möglichkeit ist auch Gebrauch gemacht worden. Also ich finde, das ist eine gute Art und Weise, hier den Vorhang aufzumachen und zu sagen, Feedback auf das neue Petitionsrecht bitte von allen Seiten. Jedes Jahr seit 2018 stehe ich da und sage es, ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen der MA 62, nicht nur für den Petitionsbericht, nicht nur für die Überprüfung der Unterschriften, für die Begleitung des Petitionsausschusses, sondern vor allem auch für eines, nämlich für die, und ich höre das immer von Bürgerinitiativen, Petitionswerberinnen und Petitionswerbern, für die gute, kompetente, freundliche, entgegenkommende, serviceorientierte Entgegenkommen von Menschen, die Anliegen an die Stadt hereintragen, weil die Kolleginnen und Kollegen von der MA 62 sind hier in dieser Funktion die Visitkarte der Stadt für Menschen, die ein wichtiges Anliegen haben. Und da möchte ich mich sehr herzlich bedanken für das offene Herz und für das beherzte Tun im Zusammenhang mit den entgegengebrachten Petitionen. Es ist auch schon gesagt worden, der Dank an unsere Ausschussvorsitzende, Andrea Mautz-Leopold, für die empathische Art und Weise und für das gute Gespräch hin zu allen Fraktionen. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Auch diesen Dank habe ich mitgenommen, auch diesen Dank möchte ich dir hier geben. Es ist wirklich eine große Freude, mit dir gemeinsam in diesem Ausschuss zu tun. Eines aber noch dazu gesagt, nicht nur eine große Freude, sondern für dich auch eine große neue Herausforderung, weil der Petitionsausschuss ist jetzt öffentlich. Das heißt, die Augen aller sind auf den Ausschuss gerichtet, wir haben die Premiere schon gehabt. Große neue Herausforderung und ich glaube, man kann auch eines sagen, alle, die dabei waren, wie wir den ersten öffentlichen Petitionsausschuss gehabt haben, werden es bestätigen können, das war die beste Entscheidung ever, diesen Ausschuss öffentlich zu machen. Für mich persönlich war die Qualität in den Diskussionen, die Qualität des Ablaufs des Ausschusses noch nie so hoch wie bei der ersten öffentlichen Sitzung. Das war großartig und ich wünsche dir und ich wünsche uns allen auch für das weitere Tun im öffentlichen Teil des Ausschusses und auch im nicht öffentlichen Teil natürlich alles Gute. Und auch eine Einladung, am 6. März um 14 Uhr gibt es die nächste öffentliche Sitzung. Alle öffentlichen Sitzungstermine sind auf der Website der Stadt Wien auch angeführt. Dazu auch an alle, die zuschauen, die bei der Diskussion dabei sind, eine Einladung zu uns in den Ausschuss zu kommen und sich selbst ein Bild von unserem Tun zu machen. Und weil ich Andrea, unserer Ausschussvorsitzenden, Danke gesagt habe, der MA 62 Danke gesagt hat, möchte natürlich auch den Menschen Danke sagen, die ihre Anliegen an uns herantragen, weil, und ich sage das immer und ich bin davon ganz fest überzeugt, Demokratie lebt von Menschen, die sich beteiligen, daher ist es wichtig, Anliegen über Petitionen an uns heranzutragen. Vielen Dank an Menschen, die Anliegen an uns in den Ausschuss an die Stadt Wien über Petitionen herantragen. Zu den nüchternen Teil, den Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben 2022 34 Petitionen abschließend behandelt. Im Jahr davor, 2021, waren es 39 Petitionen. Detail am Rande, es gab bis jetzt 2 Jahre, in denen es mehr Petitionen gegeben hat, die abschließend behandelt worden sind, als im vergangenen Jahr. Das war im Jahr davor, nämlich 2021 und im ersten Jahr des neuen Petitionsgesetzes,
Da waren es nämlich 49. Ich finde es immer schade, bei den Diskussionen um den Petitionsausschuss hier jetzt in die Tiefe zu gehen, bei einzelnen Petitionen und das nicht bei allen zu machen. Bin mir sicher, es wird noch im Laufe der Diskussion über einzelne Petitionen gesprochen werden. Das finde ich auch sehr gut und auch sehr wichtig. Dementsprechend glaube ich, ist es auch eine gute Tatsache, noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir zukünftig zweimal im Jahr hier auch die Möglichkeit haben, in die Tiefe bei Petitionen zu gehen. Ja, ich glaube, das ist ganz ehrlich und ganz offen gesagt Tatsache, dass es in der Diskussion, wenn wir über einzelne Petitionen reden, so ist, dass es Petitionen gibt, wo der Ausgang der Petition den Erwartungen der Petitionswerbenden entspricht. Und es gibt Petitionen, wo der Ausgang der Petition den Petitionswerbenden nicht entspricht. In der Zusammenhang oder in der Diskussion möchte ich für mich zwei wichtige Themen voranstellen oder in die Diskussion einbringen, die mir wichtig sind, wenn wir über Beteiligung reden. Das erste ist die Frühzeitigkeit. Ich glaube, wenn Beteiligung in Prozessen frühzeitig beginnt, Petitionen in Prozessen frühzeitig eingebracht werden, aber auch Beteiligung frühzeitig beginnt, dann hat, sage ich mal, wahrscheinlich das Thema der Beteiligung eine höhere Erfolgschance oder eine höhere Aussicht, auch tatsächlich in Planungen oder im weiteren Verlauf Einfluss zu nehmen oder Auswirkungen zu haben. Das heißt, da ist mir wichtig, Frühzeitigkeit der Beteiligung. Und wann immer das Anliegen an uns herangetragen wird, egal ob frühzeitig oder nicht frühzeitig, ist mir wichtig, dass es eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema gibt, die Ernsthaftigkeit der Behandlung des Anliegens. Zu letzterem, glaube ich, kann man sich ein gutes Bild machen, wenn man zukünftig in die öffentlichen Sitzungen des Petitionsausschusses kommt. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht einzelne Petitionen im Detail herausnehmen, möchte nochmal das Wichtigste sagen, danke den Menschen, die Petitionen an uns heranbringen, danke, dass Menschen die Aufmerksamkeit von uns auf einzelne Themen lenken über ihre Petitionen und vor allem das Allerwichtigste, danke, dass sich Menschen in unserem Tun in der Stadt beteiligen. Vielen Dank.